Hallo, mein Name ist Jenny Löffler. Ich bin Schauspielerin und Synchronsprecherin aus Berlin. Und ich bin unter anderem die deutsche Stimme von der Prinzessin Bean aus Disenchantment. Was ist dieses seltsame Gefühl, dass ich nicht den Schnaps ersaufen will? Hoffnung? Hey Leute, ich habe eine echt blöde Idee. Um nicht den Wasserfall runterzustürzen, müssen wir stromaufwärts schwimmen. Nein, lass das, ich will noch ein Bier. Hallo Jenny, schön, dass du da bist. Hallo Mike, freut mich auch. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Wir beginnen wie immer mit der legendären ersten Frage, die da lautet, wie bist du zum Synchron gekommen? Durch meinen ganz lieben Kollegen Peter Gröger, der inzwischen leider verstorben ist. Und zwar habe ich mit dem Theater gespielt. Und wie man sich dann eben so unterhält, hat er mir natürlich davon erzählt, dass er auch Synchronsprecher ist unter anderem und ganz viel spricht. Und ich fand das eh schon immer sehr spannend und interessant, hatte aber immer das Gefühl, da kommt man nicht rein. Das ist so eine abgeschlossene Branche. Entweder kennst du jemanden oder du bist da reingeboren. Deswegen, ich hatte es irgendwann nach dem Studium mal versucht, aber gemerkt, das ist irgendwie nicht so leicht, gerade wenn man nicht irgendwie schon 10 Referenzen hat oder so. Und der Peter meinte dann aber, nein Jenny, du versuchst das jetzt nochmal, ich bestärke dich da, geh da nochmal ran und probier das, du hast eine interessante Stimme und vielleicht ist das eh dein Ding. Und so habe ich das dann nochmal in Angriff genommen und habe mich vorgestellt, habe richtig gute Hörproben aufgenommen und ja, dann verselbstständigte sich das relativ schnell. Also ich selber habe gemerkt, dass mir das unheimlich viel Spaß macht, dass es mir auch nicht so schwer fällt, sage ich mal. Das rein Technische, so das Spielerische ist natürlich ja dann immer von Rolle zu Rolle abhängig. Und ja, auch die Aufnahmeleiter oder Regisseure haben gemerkt, ach ja, da kann man was mit anfangen mit der Jenny. Und so ging das dann immer weiter. Hast du am Anfang Menge Masse gemacht, also Ensemble? Ja. Ist das eine Sache, wo du sagen würdest, das wäre mein Tipp, das würde ich jedem raten, um das Handwerk zu lernen? Ja, also ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht schlecht, weil es ist ja im Prinzip genau auch die Arbeit, die die Rollen machen, nur dass du natürlich, oft finde ich sogar manchmal schwerer, weil wenn du manchmal sieht man ja bei Ensembleterminen die Person, die man spricht, gar nicht. Das ist irgendwo im Off, man hört es nur oder hört es manchmal auch gar nicht und du musst da natürlich dann sehr viel selber aus dir selber holen. Deswegen finde ich das schon eine gute Übung, um allein so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ist es, vor dem Bildschirm zu stehen, zu sprechen, auch das mit dem, wenn es auf 4 oder überhaupt, ne, dieses Gefühl der Ton, wie hört man sich selber und also ich finde, man kann immer dazu lernen. Ich würde jedem sagen, der irgendwie mal reinstuppern will, ruhig sich mal entweder auch einfach mal dazusetzen und bei jemandem zuhören oder halt wirklich mit diesen Ensembletermin anfangen. Kannst du dich an deine erste größere Synchronrolle erinnern? Ja, das müsste die Gretel aus Shadowhunters gewesen sein. Wie hast du die Rolle bekommen? Durch Tobias Jahn, durch den Aufnahmeleiter, der eben, mit dem ich relativ früh auch in Kontakt gekommen bin und der eben auch gedacht hat, ach Mensch, das ist eine interessante Stimme und die scheint ihre Sache ganz gut zu machen. Und ich habe dann ganz gut gepasst stimmlich auf die Rolle und so haben wir das ausprobiert oder beziehungsweise er hat gesagt, ich setze dich jetzt auf die Rolle und das wirst du bestimmt hinkriegen und ich habe es hinbekommen und ja, es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Du hast zur Begrüßung gesagt, ganz klar, jeder oder viele identifizieren sich mit der Rolle der Prinzessin Bean aus Disenchantment. Genau. Wie kam es dazu? Auch durch Tobias Jahn, allerdings eben durch ein Casting. Also er hat, also wie das ja meistens so üblich ist, man schlägt 3 Sprecher vor oder in dem Fall Sprecherinnen. Und eben da war es auch so, dass ich sehr nah am Original dran bin, stimmlich. Und dadurch hat er mich eben vorgeschlagen und das Casting war, da hatten wir noch kein Bild und nichts. Das war nur auf Ton, also ich habe nur die Originalschauspielerin oder Sprecherin gehört. Aber es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Es war sehr energiereich, das weiß ich noch. Die war sehr lebendig. Aber ich mag das. Also ich mag es ja, wenn man viel spielen kann, wenn man aktiv sein kann. Und ja, dann hat es eben gut gepasst und es hat geklappt und so habe ich die Rolle bekommen. Was zeichnet Prinzessin Bean aus? Bean ist ganz chaotisch. Bean ist, sie trinkt sehr, sehr gerne sehr viel Bier. Also sie ist nicht so wie man sich eine typische Prinzessin vorstellt, ne? So mädchenhaft oder ja, so sensibel ist sie auch nicht. Sie hat eher was Buschikoses. Also sie zieht auch gerne Hosen an und reitet viel gerne, trinkt eben gerne. Ist lustig, sie hat ganz lustige Zähne auch. Man zieht sie öfters wegen ihren Hasenzähnen auf. Und sie ist neugierig, sie will die Welt entdecken, ganz viel erleben und sehen und nicht nur eingesperrt im Schlösschen leben, sondern ja, Erfahrungen machen einfach, wie die Welt ist, wie die Menschen sind oder die Wesen, die dort in Dreamland eben auch leben. Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen dir
Und unsere Hafer. Trinken Sie vielleicht auch gern Bier? Ich bin gar nicht so der Biertrinker. Also, nee, irgendwie, also mal ein Schluck, aber zu viel ist mir dann zu bitter. Also das vielleicht eher nicht, aber ansonsten bin ich auch ein sehr abenteuerlustiger Mensch. Ich reise gerne, ich bin sehr gerne sehr viel unterwegs und lerne Neues kennen und ja, erlebe einfach Abenteuer. Disenchantment ist ja von Matt Groening, der hat ja die Simpsons gemacht und Futurama und Disenchantment ist ja im Vergleich dazu eher eine junge Serie. Mhm. Worum geht's eigentlich darin? Disenchantment, also oder Enchantment, Disenchantment spielt in der Vergangenheit, ich würde jetzt mal sagen so im Mittelalter. Das ist schon mal ein großer Unterschied, also Futurama ist ja Zukunft und Simpsons Gegenwart. Und dadurch ist es alles sehr fantastisch auch. Also es gibt auch da fantastische Wesen, also Wesen, die es so nicht im Jetzt gibt oder ja, die real sind. Es geht darum, eben die Bienen, die Prinzessin Bienen soll verheiratet werden. Aufgrund auch, ne, der Vater ist der König und damit das Königreich, damit das alles gesichert wird, wie es mal weitergeht, muss natürlich die Tochter verheiratet werden, damit es eine anständige Ehe gibt und Kinder und Nachkommen, Thronfolger. Und die hat aber so gar keine Lust darauf. Wie gesagt, die will erstmal irgendwie was von der Welt sehen und nicht dieses steife Dasein. Und auch, sie merkt auch, dass da so ein bisschen krumme Machenschaften manchmal hintenrum so laufen. Und sie hat auch so eine nicht ganz, ja, wo man nicht so weiß, ein bisschen komische Stiefmutter. Es gibt aber auch, also ihre eigentliche Mutter spielt auch für sie eine wichtige Rolle. Da gibt es dann auch einige Folgen, einige Geschichten, wo dann nochmal Begegnungen sind. Und ja, also das ist im Groben so das, worum es geht. So. Ist es so, wenn du sagst, du bist Simpsons- oder Futurama-Fan, ist das ein Must-See, die Serie? Würde ich schon sagen, weil es ist eben nochmal, also ich mag ja diese Zeichenart total gerne, so auch die Farben, da allein deswegen schon, es ist ganz detailreich, ganz bunt, man sieht ganz viel, so kann ganz viel entdecken in den einzelnen Folgen. Aber ja, es ist natürlich, es sind wieder ganz eigene Charaktere, die ihren ganz eigenen Humor und Charme auch haben. Also ich finde, man muss da reinschauen, als Fan sowieso. Übersetzt, wörtlich übersetzt heißt Disenchantment ja Enttäuschung, Entzauberung. Sollte man es wörtlich nehmen? Vielleicht ein bisschen, wenn man eben daran denkt, dass es eben nicht alles so märchenhaft ist, wie man sich ein Prinzessinnenleben so vorstellt, sondern ja, es ist eben, es geht eben schon sehr dagegen. Also es sind viele Abenteuer, das auf jeden Fall, aber es ist eben auch sehr herb und derb kann es werden. Wir haben nachgeguckt, 2017 warst du auf Veronica Ngo oder Ngo? Ja, ja. Besetzt in der Rolle der Paige Tico in Star Wars, Der letzte Jedi. Wie kam es dazu? Auch durch den Aufnahmeleiter damals, der eben auch meinte, ich passe gut auf die Rolle stimmlich und der hat mich darauf besetzt und so. Ich weiß noch, der Termin war an meinem Geburtstag. Sehr gut. Ja. Hast du es da gleich erfahren, dass du die Rolle bekommst oder hat es einen Moment gedauert? Nee, das habe ich gleich, wobei ich überlege gerade, ich glaube, ich habe es dann vor Ort erfahren. Ach so. Ja. Wie war es für dich, da in das Star Wars-Universum einzutauchen? Aufregend und total, also ich war total dankbar und habe mich total geehrt gefühlt, weil das schon auch nochmal was ganz Besonderes ist, in so einem Film dabei zu sein und in dem Sprecherteam zu sein. Und es ist unheimlich viel Spaß gemacht. So, natürlich ist auch alles immer ganz geheim und besonders. Würdest du dir manchmal wünschen, noch in den Zeiten aufgenommen zu haben, wo noch zusammengesprochen wurde? Ja, ich hatte einmal ein Termin, wo das tatsächlich so war, wo wir ein Paar gespielt haben und wo der. Okay. Das war mit Yannick Endemann. Ah, okay. Und das war total toll, weil das wirklich, ja, einfach irgendwie natürlich gleich viel, viel organischer war, wenn du mit deinem Partner spielst und sprichst und dir das nicht vorstellen musst, du ihn auch hörst und siehst irgendwie ja auch. Und ja, manchmal denke ich mir schon, also das war sicher nicht immer nur ein Nachteil, dass man zusammengesprochen hat, sondern ja, es hat sich ja fürs Spiel auf jeden Fall viel gebracht. Ebenfalls 2017 hast du Spam in dem Animationsfilm Emoji, der Film, gesprochen. Übrigens ein ziemlich cooler Film eigentlich, ja. Ne? Also macht echt Laune. Ja. Was reizt dich an Trickfilmrollen? Ach, dass man einfach so
so aus sich herausgehen kann, ne? Dass du so irgendwie auch mal übertrieben sein kannst, dass du irgendwie auch selber entdecken kannst, was für Stimmen habe ich denn eigentlich? Also ich, so wie hoch kann ich gehen oder wie tief oder wie verrückt kann die Rolle sein? Und dass man ja so viel ausprobieren kann und dass die auch ja oft so was ganz Herzliches haben, so Trickfilmfiguren oder Charaktere, so was ganz Sensibles oder irgendwie so, ne, es soll ja immer auch jede Figur irgendwie was mitgeben, natürlich auch die Realfiguren, aber beim Trickfilm ist es immer nochmal, dadurch, dass es eben gezeichnet ist, nochmal merkt man, ist es nochmal eine ganz feinere Arbeit auch, weil du eben nicht nur das Optische, also ne, oft ist es ja manchmal wirklich nur der Mund und kannst halt nicht über die Körpersprache der Schauspieler, sondern über die Zeichnung halt. Hast du mittlerweile ein bestimmtes Rollenprofil erkennen können, worauf man dich besetzt? Also eine Zeit lang hatte ich mal gedacht, so eher so dunklere, kräftigere Stimmen oder eben vom Schauspieler, die das eben bedienen oder Schauspielerinnen. Aber eigentlich inzwischen würde ich das gar nicht mehr so sagen. Und ich glaube, es ist auch, weil ich selber merke, ich kann doch sehr vielseitig sein auch. Also es ist gar nicht nur das eine, sondern ich selber liebe es auch zu variieren und eben nicht nur eins, sondern wirklich die Bandbreite zu bedienen. Und es liegt mir auch, das macht mir Spaß. Und deswegen glaube ich, ist das doch, ist immer eigentlich alles dabei. Gab es mal eine Rolle, wo du rausgegangen bist und gedacht hast, jetzt war ich völlig falsch besetzt? Das können die nicht nehmen? Nee, ganz so schlimm hatte ich es eigentlich noch nicht. Also es ist eher, manchmal denke ich, so Nachrichtensprecher finde ich schon sehr besonders, weil das ist eben, also ich liebe es eben zu spielen und auszuprobieren und Gefühle zu zeigen, und Nachrichtensprecher sind eben sehr straight und sehr so neutral wie möglich, und da denke ich oft, puh, das ist schon auch eine Kunst, irgendwie da so ohne Emotionen zu sein. Wir kommen nochmal zu den, oder bleiben bei den Animationsfilmen. Raya und der letzte Drache. Mhm. Super Film, habe ich gesehen. Lief natürlich auch auf Disney. Du hast das Oberhaupt von Schweif gesprochen. Erzähl mal von deinem Charakter. Was war das für einer? Eine auch ganz süße kleine Rolle, die ja sehr mutig für ihren Clan, darf man das so sagen? Ja, ich glaube schon. Ja, einsteht oder sozusagen die Chefin ist und dafür kämpft auch und ja, irgendwie da das Beste will sozusagen. Hast du gesehen? Nein, ich habe den Film noch nicht gesehen. Also ja, ich hab die Szenen, einzelne Szenen, aber den ganzen Film immer noch nicht gesehen. Mega super gemacht. Also wieder absolutes Feuerwerk, ja, was die da abgeliefert haben. Also wir fanden super. Cool. Empfehlung für mich an dich diesmal. Angenommen. Ich gucke Disenchantment, du guckst Raya und der letzte Drache. wir haben nachgeguckt, du hast The Deuce. The Deuce, hast du Olivia Lucardi gesprochen als Melissa. Mhm. Wie fandest du die HBO-Serie? Da geht es ja darum, um den New Yorks Straßenstrich und die Pornoszene der 1970er Jahre. Wie fandest du es? Super toll. Also ich fand es wirklich gut gemacht. Sehr spannend, sehr tolle Bilder, auch das Kostüm und so, dass man sich wirklich in die Zeit versetzt fühlt. Also mir hat es total Spaß gemacht, dazu zu schauen. Also selber zu sprechen natürlich auch, aber auch das zu schauen und da einzutauchen. Auch wahnsinnig gut gespielt von allen Schauspielern. Also tolle Serie, finde ich. Besteht da so eine besondere Intimität, wenn man solche Rollen spricht oder in solchen Serien? Ist das was anderes als zum Beispiel Disenchantment? Schon, ja. Also weil zum Beispiel meine Figur, die hatte auch wahnsinnig viele Sexszenen und sehr viel Freizügigkeit. Und das ist schon nochmal ein anderes Arbeiten so und auch nochmal ein anderes Gefühl so, weil man natürlich ja so viel mitbekommt von der Schauspielerin auch, oder aber auch dieses Thema an sich, ne, ist natürlich sehr, es geht sehr intim, wie du schon sagst, und sehr tief. Gibt es da Momente, wo du peinlich berührt bist, oder muss man das abschütteln? Kommt das aufs Team an? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich war noch nie bei so einer Synchronisation dabei, von so einer Sexszene. Wie läuft das ab? Nee, peinlich berührt würde ich nicht sagen. Also eher, das ist eher manchmal, wenn man so viele Sexszenen und dann so viele Stöhner, ist es eher, dass ich das, also manchmal das Gefühl habe, dadurch, dass es ja schon irgendwo unorganisch ist, weil du machst es ja nicht mit, du machst es ja mehr stimmlich und kannst natürlich den Körper nicht so einsetzen wie der Schauspieler, die Schauspielerin, habe ich eher manchmal das Gefühl, okay, ich muss die Atmung so anpassen. Tüte. Ja, genau, sowas. Aber ich glaube, es war sogar auch bei der Serie, wo eine Beauftragte, eine Frau,
immer die ganze Zeit mit am Set war, die aufgepasst hat, dass es eben nicht sowas wie MeToo gibt oder passiert, weil eben die Frauen, die Mädchen, die jungen Frauen so viel nackt und freizügig da rumlaufen. Da ist es natürlich leichter, mal irgendwie die Hand falsch zu legen. Und das fand ich schon toll, als ich das gehört habe, so dass da wirklich nochmal extra Wert drauf gelegt wird. Dann hast du mitgespielt, beziehungsweise mitgesprochen in Botschaften von anderswo. Mhm. Deine Rolle war Lee. Mhm. Was gefiel dir an der Serie? Oh, die ist unheimlich spannend gemacht. Also sehr, sehr unkonventionell, würde man eigentlich sagen, weil die doch nicht typische Klischees oder so bedient, sondern man muss halt mitdenken. Ich liebe sowas total. Das ist genau mein Ding, irgendwie selber aktiv zu werden, sich selber zu überlegen, was will der Autor oder was will die Serie ausdrücken und erzählen. Und das finde ich total toll. Also es ist dadurch sehr, sehr spannend. Auch die Charaktere sind sehr fein, sehr besonders, wahnsinnig gut gespielt. Also es ist ein total toller Anspruch. Also gefällt mir sehr gut. Bei welcher Synchronisation bist du mal aus dem Studio gegangen und hast gedacht, das muss ich mir unbedingt im Endergebnis anschauen? Bei der Serie eben. Ich kenne es nur als Dispatches from Elsewhere, aber jetzt weiß ich den deutschen Titel. Und bei der Serie habe ich das auf jeden Fall gedacht. Ansonsten, ich überlege gerade, also ich bin zum Beispiel nicht mit den Star Wars Filmen groß geworden. Ich glaube, ich war da einfach noch zu jung dafür, um wirklich da so richtig ein Fan, was man als Fan bezeichnen würde. Aber nachdem ich eben selber auch mitgesprochen habe und nochmal irgendwie gesehen habe, wie aufwendig das gedreht ist und gemacht ist, bin ich da auch zum Fan sozusagen geworden und habe mir gedacht, okay, das hat schon eine Berechtigung, warum das so ein Kult ist. Gab es Synchronrollen, die dich besonders gefordert haben? Also nicht jetzt an sich eine Rolle, sondern es war dann eben eher so, ne, dass man irgendwie mal so Szenen hatte, die besonders körperlich waren oder besonders emotional, dass man dadurch ja gefordert eben war, irgendwie das auch immer wieder zu reproduzieren, immer wieder dort einzutauchen oder sich mit bestimmten Dingen immer wieder auseinanderzusetzen. Du hast Schauspiel in Zinnowitz auf Usedom gelernt. Mhm. Dazu habe ich auch ein ganz besonderes Verhältnis. Meine Großeltern kommen nämlich aus Bansin. Wirklich? Auch auf Usedom, genau. Klingt auf jeden Fall traumhaft. Ja. War's das? Ja, schon. Also was natürlich toll ist, dass man irgendwie quasi ein bisschen isoliert ist. Es gibt ja, im Winter ist da ja nicht wirklich viel los und es gibt auch nicht wirklich so viele andere junge Menschen. Aber ich glaube, das ist ein großer Pluspunkt, weil man eben wirklich sich total auf das Studium fokussiert und auch ganz viel dort investiert an Zeit und Aufwand, Energie, und mir hat es total gut getan, dort das zu machen, eben weil man nicht abgelenkt wird. Nicht, dass ich jetzt unbedingt jemand bin, der schnell abgelenkt ist, aber ich wollte auch total da eintauchen und mich diese 4 Jahre einfach auf das Studium fokussieren und da ganz viel mitnehmen und lernen und machen und dafür. Und ich meine, es ist natürlich trotzdem eine tolle Gegend und im Sommer irgendwie am Meer zu sein und auch Sommertheater machen zu können, ist natürlich ein totales Geschenk. Ist ja schon ein bisschen her, ne? Aber ich glaube jetzt heutzutage, die jungen Leute würden, glaube ich, sagen, da ist der Hund verreckt mittlerweile. Ja. Danach ging es für dich nach New York, das ganze Gegenteil, genau. Ne? Zur New York Film Academy. Genau. Jetzt ganz spezielle Frage, was konntest du in New York noch dazulernen, was man dir in Zinnowitz nicht beibringen konnte? Also ich war ja dort, ich habe ja da so einen Workshop gemacht, also ich war jetzt nicht ein ganzes Jahr oder so da, sondern in eine relativ kurze Zeit, aber genau das war richtig, weil das war für mich nochmal so eine Zusammenfassung von all dem, was ich in den 4 Jahren in Zinnowitz gelernt habe, habe ich nochmal auf den Punkt in kurzer Zeit gelernt sozusagen oder gelehrt bekommen. Und natürlich muss man nochmal sagen, die New York Film Academy, die war nochmal mehr auf Film und Fernsehen spezialisiert. Das heißt, ich habe nochmal irgendwie mehr Techniken für Kameraspiel oder auch Auditions und so eine Geschichten bekommen. Und das war natürlich super, weil das nochmal einen anderen Bereich bedient hat. Zinnowitz ist eher klassisch Theater. Wir hatten zwar auch so Film-Workshops, aber die New York Film Academy ist nochmal expliziter eben auf die Filmbranche gerichtet. Seit 2005 und Till Endemanns Film Das Lächeln der Tiefseefische stehst du auch vor der Kamera. Erinnerst du dich noch gut an die Filmaufnahmen mit Till? Ja, also ich war ja noch ganz, ganz jung und das war eigentlich so eine ganz, ganz kleine Nebendarstellerrolle. Aber umso mehr kann ich mich natürlich daran noch erinnern, weil das so die ersten Fußschritte in Richtung Film war. Und es hat auch total viel Spaß gemacht. Das war ja eben auch auf Usedom.
Und das war irgendwie ganz toll, da mal so Filmluft zu schnuppern und so irgendwie das alles kennenzulernen. Dann hast du weitere Kurzauftritte gehabt, nämlich 2011 in Männerherzen und 2012 in Russendisco. Kamen die Angebote auf dich zu oder hast du dir die erkämpfen müssen? Das war über eine Agentur. Damals war meine Agentur, genau so kam das zustande und ja, so hat das geklappt. Ich habe ja nochmal, bevor wir uns getroffen haben, recherchiert und habe in Tag 24 die Headline gesehen, das Biest vom Bodensee. Darauf kommen wir jetzt zu sprechen. Nämlich 2018 bis 2020 warst du Annabelle in über 334 Folgen Sturm der Liebe. Wie ist es plötzlich, in so einer Telenovela mitzuspielen? Wie anstrengend muss man sich das vorstellen? Was für einen Druck hat man da? Erzähl mal so ein bisschen. Es ist auf jeden Fall ein Knochenjob, das kann man schon sagen. Aber im positiven Sinne auch. Also es ist wirklich so, ich habe jetzt da eben auch zum Hauptcast gehört und dadurch wirklich jeden Tag gedreht oder so gut wie jeden Tag und auch, ja, auch nicht selten 12 Stunden. Aber für mich war das genau richtig, weil ich liebe dieses Arbeiten so irgendwie schnell auf den, oder ja, schon schnell, aber auf den Punkt konzentriert. Man hat eben nicht die Möglichkeit, da Späßchen zu machen, sondern man muss halt seine Rolle kennen und können und wissen, den Text auch können. Man muss sicher sein, so was man da spielen will. Und das hat mir total Spaß gemacht. Aber es ist natürlich auch eine Herausforderung, weil es bleibt nicht mehr viel Zeit für andere Dinge. Also in der Zeit habe ich eben auch wenig sprechen können. Ich habe dann das Glück gehabt, dass eben die Serien, wo ich fest drin war, dass die dann eben gesagt haben, okay, dann machen wir es am Wochenende. Weil ich war in München und habe eben in Berlin dann oft aufgenommen noch am Wochenende. Aber in der Regel ist wirklich wenig Luft für andere Sachen. Und das muss man halt wissen, so, dass man da wirklich, das ist ein Vollzeitjob, du bist da voll eingespannt und lebst quasi mit dem Team zusammen dann erstmal. So viel, wie man da zusammen ist, ist das halt wirklich dann deine Familie auch. Gab es denn Leute, die nicht zwischen dir und der Intriganten Annabelle unterscheiden konnten? Ja, also ich muss selber sagen, mich selber, ich habe immer wieder von anderen gehört, die da meinten, ach Mensch, Jenny, ich habe da sowas gelesen im Forum, irgendwas ganz Schlimmes dir gegenüber und der Rolle gegenüber. An mich selber ist das so, einmal hatte ich jemanden, der mir so eine Nachricht geschickt hat, aber das gibt's halt immer wieder, dass Leute, die haben halt das Gefühl, die sitzen mit in dieser Serie. Das ist ja auch, man muss sich das ja vorstellen, die haben das jeden Tag im Wohnzimmer und irgendwie fühlen die sich dann schon, als würden die dazugehören. Es sind zum Glück nicht alles so. Es gibt nämlich auch viele, die sagen, wir finden toll, wie du diese böse, schlimme Rolle verkörperst und deswegen finden wir dich als Schauspielerin toll und wissen das zu schätzen. So. Und die das nicht auseinanderhalten, gibt's auch immer wieder, aber war das denn reizvoller für dich, so eine Rolle zu spielen, als von mir aus irgend so ein Liebchen oder so ein kleines Mäuschen? Im Prinzip kann man ja aus jeder Rolle was machen, aber die böse Rolle, sag ich mal, ist natürlich, bietet viel mehr. So, das Schöne war ja auch an der Annabelle, dass sie eben nicht nur böse war. Die hatte ja auch ganz viele traurige und herzliche Momente und lustige Szenen. Also das war schon sehr dankbar, dass ich da so viel wieder spielen konnte und so viel ausprobieren, so viele Nuancen zeigen konnte. Hast du neue Sachen in Aussicht, über die du schon sprechen kannst oder darfst? Ja. Du darfst ja immer nichts sagen. Ja, das stimmt. Also es gibt einen Film, Das Recht der Stärkeren heißt der, den ich dieses Jahr abgedreht habe. Ein Film gegen rechts. Sehr wichtiges und besonderes Projekt. Der soll dieses Jahr noch in die Kinos kommen, hoffentlich. Ich bin sehr gespannt. Auch da habe ich wieder eine ganz, ganz böse Rolle gespielt. Also wirklich noch mal fast schlimmer eigentlich als die Annabelle. Aber natürlich auch dadurch eine tolle Herausforderung und eine große Aufgabe für mich. Und es hat Spaß gemacht. Auch wir waren ein tolles Team, ein kleines, sehr junges Team. Und ich bin selber sehr gespannt auf das Ergebnis, weil ich noch nicht viel gesehen habe. Also mal sehen. Bleibt sowas haften? Also so ein Typus an Rolle wie die Annabelle, dass die eben sagen, okay, wir brauchen eine, die genau wieder so intrigant ist. Lass mal die Jenny fragen. Ich weiß es gar nicht. Also ich glaube, rein vom Typ her, wenn man jetzt Bilder von mir sieht, würde man eher wahrscheinlich immer denken, ach, das nette Mädel von nebenan. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich jetzt sozusagen in ein Genre gedrängt worden bin. Ich glaube, es ist eher ganz gut, dass ich die Böse gespielt habe, um eben gegen den Typ zu gehen oder zu zeigen, ich kann auch gegen den Typ gehen. Also mal abwarten. Bis jetzt habe ich noch nicht das Gefühl, dass es irgendwie so ein Schubladendenken gibt. Und ja, selbst wenn, dann
Die Bösen machen ja Spaß, genau. Was für Synchronisationen waren bis jetzt Highlights für dich? Also auf jeden Fall natürlich Disenchantments und das ist, also mir ist, sage ich auch jedes Mal, wenn wir da immer wieder fertig dann sind oder wieder mit anfangen, die kleine Bean ist mir wirklich ans Herz gewachsen, so mit ihr irgendwie dieses Erwachsenwerden auch zu erleben, ne? Die wird ja irgendwie groß, so. Die ist ja quasi das Mädchen, was irgendwie jetzt verheiratet werden soll, aber das eben nicht so richtig will. Und also das ist schon auf jeden Fall eine, so, die ich sehr ins Herz geschlossen habe. Aber eigentlich ist das bei vielen oder eigentlich bei jeder Rolle so, weil jede ja irgendwas mitbringt und eine Geschichte auch erzählt. Ja, zum Beispiel auch, ich hatte in The Last Tycoon eine schöne Rolle, eine Sekretärin, die auch eine große Wandlung durchgemacht hat, die immer eher zurückhaltender und natürlich spielt auch in der Vergangenheit und wo Frauen jetzt noch nicht so emanzipiert waren. Und aber gegen Ende gibt sie ihrem Chef einen sehr wichtigen Hinweis oder Rat und ja, zeigt dadurch sehr viel Mut auch. Und das ist natürlich auch immer, wenn man dann so eine Entwicklung erlebt in den Serien, ist das schon toll. Oder auch in Filmen gibt es das ja. Was macht dir mehr Spaß? Synchronisieren, Theater oder Fernsehkamera? Alles. Genau die Mischung ist es. Ich habe vorhin schon zu dir gesagt, so, ich liebe es einfach so vielseitig zu sein und eben nicht nur einen Bereich zu bedienen oder bedienen zu müssen, sondern eben alles machen zu können. Und genau das ist, wo ich auch merke, das ist genau das, was ich will, was mir Spaß macht, weil da ganz viel in mir steckt so und ganz viel raus will. Und im Sprechen kannst du eben das mehr, kannst du eher mehr mit der Stimme arbeiten. Beim Drehen bist du eben vor der Kamera präsenter, im Theater kannst du wieder mal, weiß ich nicht, einen Jungen spielen, einen kleinen Jungen oder so, was eben beim Film vielleicht auch nicht so geht. Und ja, das, die Vielseitigkeit ist das, was mich reizt und mir Spaß macht. Apropos Jungen, Tom Sawyer und Huckleberry Finn, gerade ein aktuelles Projekt von dir. Erzähl mal kurz davon. Genau, wir spielen jetzt im Sommer, im August, im Harzer Bergtheater das Stück Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Ich spiele den Tom Sawyer, freue ich mich sehr. Ist auch wieder eine neue Herausforderung, so einen kleinen Jungen zu spielen, der ganz aktiv ist und ganz viel erlebt, ganz viele Abenteuer zusammen mit Huckleberry Finn. Und ja, wir sind sehr gespannt. Ist auch eine tolle Bühne. Also ich habe da bis jetzt noch nie gespielt. Das erste Mal, ist total aufregend und natürlich auch ein riesen Theater. Also ich habe das jetzt mal gesehen, wie groß das eigentlich ist. Und ja, ich bin gespannt. Ich freue mich. Wann geht's los? Unsere erste Vorstellung ist am 31. Juli, ist die Premiere. Bist du aufgeregt? Ja, so langsam. Ich bin auf jeden Fall gespannt, also wie das ankommen wird und wie es alles laufen wird. Bist du eigentlich beim Synchronisieren noch aufgeregt oder legt sich das mittlerweile, dass du sagst, ich habe das drauf und mich hebt das nicht mehr an? Ja, das legt sich auf jeden Fall, ist das nicht mehr so wie am Anfang. Aber es gibt auf jeden Fall Projekte oder Rollen, vor denen ich auch Respekt habe. Also ne, das ist ja nicht umsonst, sind das ja hochkarätige Schauspieler, die das spielen. Und da wurde ja auch für gecastet und Probeaufnahmen gemacht. Und unsere Herausforderung ist es ja eben, das genauso nur mit einer anderen Sprache wiederzuspiegeln. Und also es ist sicher nicht mehr diese Nervosität, wie sie vielleicht am Anfang war, aber Respekt ist da auf jeden Fall. Du weißt, was du kannst mittlerweile und von daher. Ja, also ich würde schon sagen, so dass ich jetzt eben kein Anfänger mehr bin, aber also man kann auch immer dazulernen. Ne? Das ist ja auch, jede Rolle ist wieder anders und auch jeder Regisseur arbeitet ja auch anders und hat vielleicht nochmal Tipps und Tricks oder Hinweise, die man noch nicht kennt und worauf man achten kann. Zum Schluss noch eine witzige Anekdote aus dem Synchronstudio. Ja, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob es so lustig ist, aber ich war ein ganz großer Herr der Ringe-Fan oder bin ich eigentlich immer noch, kann man so sagen. Ich habe wirklich alle Filme und rauf und runter. Und da fing es auch so an, dass ich zum ersten Mal irgendwie anfing, Synchronsprecher zu googeln oder irgendwie rauszusuchen, wer ist das denn, wer spricht denn so die Stimmen, also die oder die Originalschauspieler. Und ich war ganz großer Frodo-Fan und habe dann eben rausgefunden, dass Timo Niesner den Frodo spricht. Und als ich dann das erste Mal im Studio war, also Timo Regie gemacht hat, habe ich mich wie so ein kleines Mädchen gefühlt, wie so ein Fangirl. Also dachte jetzt, also das hätte ich mir damals niemals erträumt, dass ich mal im Studio mit der Stimme von Frodo zusammenarbeite auch noch. Und ja, das ist irgendwie jedes Mal jetzt. Und irgendwann habe ich das Timo mal erzählt, dass ich da, und ich glaube, der fand das ganz, weiß ich gar nicht, so ganz niedlich oder so, aber dass ich da mich immer noch wie so ein Fanmädchen fühle und jedes Mal denke, boah, das ist schon cool, das ist schon toll.
Dann hoffe ich, dass du noch ganz viele andere triffst aus Herr der Ringe. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Mir auch. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Dir auch. Hat mir auch Spaß gemacht.